Herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Mars Warlocks. Ich bin Marv und wir sind hier immer noch in dieser neuen Stadt angekommen. Innocence musste leider feststellen, seine Eltern sind offensichtlich getötet worden, sein altes Haus komplett abgebrannt und abgerissen. Ach, schauen wir da unten, die Jungs. Um die kümmere ich mich nochmal. Na los, kletter runter. So. Und dann gleich mal hier ein bisschen... So, wenn schon, denn schon, nehmen wir natürlich gleich wieder den Fernkämpfer hier. Wie ich schon mal gesagt habe, durch das Update der Waffen wird man natürlich gleich sehr viel stärker. Ich sollte jetzt irgendwie vielleicht eine Bombe einsetzen, das wäre gar nicht verkehrt. Auf welcher Taste habe ich meine Bombe? Gar nicht mehr. Also kommt die jetzt auf die 7. Komm schon, werf die Bombe! Immerhin. Der ist erledigt. Und unser Kumpel hat immer noch Probleme hier, wie verrückt. In die Ecke gedrängt. Völlig vermöbelt. So, jetzt kannst du wieder aufstehen. Gegner ist besiegt. So, Moment. Darauf klicken, los geht's. Wir denn hier alles, ey. Wir kriegen so viel Zeug gerade von denen. Es ist wirklich sinnvoll, die ganzen Wege nochmal abzulaufen, weil die halt so viel dabei haben. Die Wachen. Viel Serum, viel Hardware, viel Elektroschrott, alles, was wir so brauchen. Um unsere Sachen ein bisschen aufzuwerten. Ich könnte meine Waffe auch mit einem, also mit extra Elektroschaden noch aufwerten. Das ist auch nicht schlecht, habe ich schon gesehen. Leider fehlten mir da die Teile noch für. Muss mal gucken, ob ich das noch finde. Zwei Wege. Ach, da kannst du einfach nur rüber. Naja, schau mal hier. Hat sich wieder gelohnt, dahin zu gehen. Ah, eine Handgranate. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich sollte irgendwie den von der 4, mache ich den auf die 7 und die Bombe auf die 4. Weil da komme ich auf jeden Fall besser ran. Dann habe ich jetzt hier auf 3 den Schock. Auf 2 die Schockwelle. Die Waffenverbesserung auf der 7. Dann sind wir gut gerüstet. Sind wir, glaube ich, wieder da, wo wir am Anfang gewesen sind. Huh? Hallo, gute Frau. Wundern Sie sich nicht, dass ich da gerade runtergesprungen komme. Ich bin Klettermaxe. Und muss hier so ein bisschen die Gegend erkundschaften. Alles einsammeln, was es hier so gibt. Genau, jetzt sind wir an der gleichen Stelle wie eben. Ein Weg ist immer der friedliche, den wir wählen können. Der Weg, auf dem möglichst nichts passiert. Und dann haben wir einen Weg, wo es wirklich Action gibt. Oh, warte mal, wie bin ich denn jetzt gelaufen? Nee, doch, das passt, glaube ich. Genau. Ich mache, wie gesagt, immer gerne beide, um alles mitzubekommen von dem Spiel. Mal gucken... Da rechts kann ich lang, links kann ich lang. Gehen wir wieder beide Wege. Ah, das scheint hier der friedliche Weg zu sein. Ich würde ganz gerne nochmal einen Händler treffen vielleicht. Dem ich so ein bisschen Zeug verkaufen kann. Bisher habe ich ja doch relativ viel gefunden. Ich kann meine Rüstung und so, kann ich auch alles komplett recyceln. Dann kann ich die ganzen... Also ich weiß nicht, ob ich alle wieder bekomme, aber auf jeden Fall einen Teil der Waffen... Kann ich den auf jeden Fall weiterverwenden. So. Ganz gemütlich. Oh, der Hund, der Hund. Was stehst du nur rum, Innocence? Tu was, kämpfe. Ich hab dich doch ausgebildet hier, Freund der Sonne. So, und du kriegst mal hier so. Den schmeiß ich mal um. Und die kleine Hundenase hier. Der wird auch ordentlich vermöbelt. Mehr oder weniger. Hast du gerade Innocence umgeballert? Ja, natürlich hast du. Hier, nimm den.
Gute Nacht. Die mit ihrem Dickschädel. So, Schluss mit lustig. Wo war ich gerade? Ich weiß es nicht. Die Wachen haben mich hier schon wieder abgelenkt. In der letzten Folge habe ich meine Rüstung auch ein bisschen aufgepimpt, wie ihr seht. Fluid-Regeneration, Mana und Lebenspunkte sozusagen. Das ist schon gar nicht verkehrt. Werde das, wenn ich jetzt im Level aufsteige, natürlich noch weiter ausbauen. Weil die Technomancer-Kräfte sind gar nicht so schlecht. Okay, jetzt kann ich da hochgehen. Das ist dann schon wieder zu weit, also gehen wir wieder da unten rum. Schauen wir mal, was hier auf uns wartet. Ne, das war dann doch nicht der friedliche Weg, das war dann natürlich der gewalttätige. Errungenschaft freigeschaltet, Brechstange, okay. Und du? Ah ja. Also das ist, ich find's ganz schön krass. Ups, was habe ich jetzt gemacht? Ich find's ganz schön krass, wie du hier so abkürzen kannst, indem du einfach so diese Spezialwege nimmst. Das ist ganz witzig. Finde ich halt gut, dass man da so wenigstens ein wenig die Wahl hat, mal einen anderen Weg zu gehen. Open World ist das immer noch nicht. Aber wenigstens gibt es in einem Schlauchlevel zwei Wege, die wir gehen können, auch wenn die letztendlich alle im Kreis laufen und man dann immer alle Wege gehen kann. So, genug Munition und alles haben wir. Dann mache ich jetzt mal den und den. Ich werde mich gleich mal wieder um die Fernkämpfer kümmern. Oh, macht der einen Schaden mit dem Elektroteil. Das geht richtig gut ab. Oh, oh, oh. Na, na, na. Das wird ja schon wieder ganz schön eng hier. Oh, Innocenz haben sie wieder umgeballert. Klar. Au. Okay, Zeit für meinen... Erstmal ausweichen. Dann Zeit für mein Schild. So. Jetzt geht halt mal weg hier. So. Oh, oh, oh. Kein Problem. Peng, peng. Kann ich auch. Gute Nacht. Kampfsystem gefällt mir mittlerweile wirklich sehr gut. Also ist doch sehr actionreich. Man, also ich wäre gerne noch irgendwie noch beweglicher beim Ausweichen. Man kann das ja skillen, dass man dann irgendwie sich ein bisschen schneller bewegt. Das muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie noch zeitnah rankomme mit meinen Punkten. Und nicht alles immer in alles Mögliche stecke. Dann würde ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen wohler fühlen, wäre ich noch ein bisschen mobiler bei der ganzen Geschichte. Aber auch so macht das Kampfsystem wirklich Spaß. Story finde ich übrigens auch sehr gut. Also wir mussten jetzt zwar fliehen. Oh nein. Hätte ich doch mal gewartet, dass meine Lebenspunkte aufgefüllt werden. Na, das ging gerade nochmal gut. Ah ja, okay. Die kommen nicht mehr nach oben. Und wir sind im Shadow Lair. Im Sand. Are you Tenacity, the bounty hunter? That's me. I have a contract for you. A man we want to find. And consider it done. What's his name? His name's Temperance, but he calls himself Roy. He refuses to join us. He's a renegade. You must be careful. It's said that he's armed. Armed? You think I usually go after Boy Scouts? Anyway, I know this Roy. I didn't know he was a renegade. We even worked together back in the day. Tough guy. I mean, it's gonna cost you. Name your price. We can't let this man walk free. And if he dies, we'll only be grateful. All right, I'll be back with his body in a bit.
Now get out of here. Your stench is pissing my dog off. Oh, da haben wir jetzt wieder einen neuen alten Feind offensichtlich. Ich hätte gerne irgendwie so einen harten Brocken als Mitspieler hier. Nicht so eine weiche Trantüte wie Mr. Innocence. An solche Namen kann ich mich auch nicht gewöhnen. I don't think they could follow us. You all right? Not good. I feel like an idiot. I know everyone loses their parents someday, but the emptiness. I need to know, Roy. There have to be people who know. The ones who did it, at least. But yeah, as soon as the government started doing all that bullshit, some kind of resistance probably started up. So let's go see them. Vermutlich. Aber wir brauchen erst ein Versteck. We can't just go running around blindly if we don't want to get into deep shit. I had a place in the neighborhood. Let's go see if it's still available. Okay, but we'll go find the rebels after. I figure they're not just gonna hang a sign out in the street. Gonna need to talk to someone for some info. I got an old friend, name's Charity. She'll be able to help us. All right, so let's go to your hideout. We better not waste time with that. Nee, wir verschwenden natürlich keine Zeit. Wollen wir doch mal gucken. Hier ist alles so ein bisschen härter geworden, wie ihr seht. Es ist nicht mehr so, dass man einfach, weiß nicht, die Stadt läuft und dann nur freundliche Gesichter sieht. Die haben offensichtlich auch hier die Wachen übernommen. Ha. Wusste ich doch, dass da was ist. Bisschen Legierung und chemisches Zeug. So, da kommen wir her. Ich finde es immer schön, wenn man in ein neues Gebiet kommt, sich so ein bisschen umzuschauen. Wir waren ja doch sehr, sehr, sehr lange in diesem Gefangenenlager. Ich weiß nicht, 10 Folgen, 12 Folgen oder so. Da ist jetzt hier ein neues Gebiet schon wirklich sehr erfrischend. Aber so wie es aussieht, hatte ich recht mit dem Erkunden, dass man da nicht mehr hin zurück kann. Weil er hat ja die Treppe kaputt gemacht und wir werden sicherlich nicht irgendwie einfach so wieder durch das Gebiet durchlaufen können. Die ganze Geschichte treibt uns ja auch gerade voran, dies nicht zu tun. Ne? So, da komme ich her. Hier kann man nur ums Haus laufen. Ist hier unten noch irgendwas? Da geht's auch lang. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Händler, das ist gut. Ich wollte ja eh mal wieder zu einem. Bist du der Händler? Ja. Hey, psst. I got lots of great stuff to trade or sell. You got serum? A little. Tja, dann schauen wir mal, was du hast, oder? I got a few questions. Any trouble selling under the table? The authorities aren't making too many problems for you, are they? If they got me, they'd really get me. Things have changed since the end of the war. It's gotten real difficult. But seeing how I don't know how to do anything else, and of course it jacked up the prices. Das ist ja keine schöne Information. Ich will nicht mehr erhöhte Preise haben, ich will irgendwelche Discounter hier und günstige Angebote haben. You heard anything about the resistance? Yeah, of course, but they keep pretty much to themselves. To be honest, I don't know if I should kiss those guys or kick them. They do a hell of a lot of damage. They're even called terrorists most of the time. And sometimes it's true that with the government we got now, it makes you feel like cheering them on. Okay. Hi. Hi. Ich möchte jetzt wirklich was kaufen. Show me what you got. So, schauen wir mal. Rostiges altes Rohr. So ein Dolch ist schon nicht schlecht, ne? Säbel. Aber die haben alle keine. Da müssen wir vor allem drauf achten. An diese Kreise. Weil die Kreise sagen, dass das Teil irgendwie modbar ist. Dass man das ein bisschen verbessern kann. Und das haut einen hier halt nicht wirklich um, ne? Solide Lederkleidung. Oh, hier. Das ist natürlich cool.
Aber die hat auch wieder keine Punkte, wo ich sie verbessern kann. Die Arbeiterkleider habe ich. Die Lederuniform hatte ich vorher. Das macht mich nicht an. Wirklich nicht. Das reißt es auch nicht raus. Schau mal, was wir dir verkaufen können. Den Knochen für 20. Ist doch schon nicht schlecht. Das ist ein guter Preis, glaube ich. Die alte Rüstung für 25. Fluidregeneration hat die nicht. Gesundheitsregeneration. Aber ich glaube, die ganzen Sachen, die ich da drin verbaut habe, habe ich eh jetzt schon wieder alle wiedergefunden. Also muss ich mir die nicht da wieder zurückholen. Ich kann noch mal gucken, ob da irgendwelche Fluidspritzen 20. Heilungspaket 15. Nehme ich davon noch mal zwei mit. Wir haben jetzt ja gut Geld. Und noch so eine Fluidspritze. Das sollte erstmal reichen. Verlassenes Gebäude, ein ungewöhnlicher Ort. Das ist vermutlich unser Geheimversteck, der ungewöhnliche Ort. Mal gucken. Vertreibe die Junkies aus dem Unterschlupf. Tja, Leute, hier seid ihr auf jeden Fall falsch. Das ist die Bude von Roy. Und Roy hat nicht gerne Junkies in seiner Bude. Gute Nacht. Na. Schluss mit lustig. Man muss sich auch nicht unterhalten nach dem Motto, hey, das ist meine Bude. Es ist ja nett, dass du hierher gefunden hast, aber ich hab's nicht so mit Untermietern. Ja, okay, Roy, dann gehe ich mal wieder. Nein, man geht gleich hin, haut den einen auf die Nase, macht seinen Standpunkt dadurch klar, ja, und die kommen nicht so schnell wieder. Die werden jetzt wahrscheinlich bis zum Ende des Let's Plays da auf dem Boden liegen, weil ich sie so ordentlich verdroschen habe. Und, ja. Schauen wir mal, was oben jetzt in der Bude auf uns wartet. Die Treppe macht er, glaube ich, nicht einfach so kaputt. Wäre gut, weil dann kommen wir nicht mehr so schnell runter. Oh nein, noch mehr. Hat er gerade geschossen hier? Der Schlingel. So, warte mal. Jetzt machen wir hier keine halben Sachen. Oh. Da habe ich einfach auf die Granate gedrückt. Ich wollte eigentlich die andere Taste drücken. Aber ist genauso gut. Zack, zack. Na komm. Schluss. Wie viele Granaten habe ich noch? Zwei. Das war ein bisschen leichtsinnig von mir hier, ne? Was wollte ich denn eigentlich drücken? Ach so, klar, ich wollte die Waffe aufladen und das habe ich auf 7 gemacht. Vermutlich. So, und ich würde sagen, während ich hier noch die Leute loote, ist die Folge schon wieder vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Mars Warlocks mit Marv. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.